Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung, zu einer weiteren Folge hier von Brettspielklassikern auf Hunter und Kron. Und heute stelle ich euch die vierte große Erweiterung zu Catan vor, Entdecker und Piraten. Selber natürlich noch kein wirklicher Klassiker, ist erst 2013 erschienen als vierte große und auch letzte Erweiterung für Catan oder Siedler von Catan. Klaus Teuber, der Autor, hat auch gesagt, das Spiel ist fertig. Das wird definitiv die letzte große Erweiterung bleiben. Catan, Entdecker und Piraten haben wir hier in der 2015er Ausgabe von Catan, wobei es bei dieser Erweiterung praktisch kaum einen Unterschied gibt, außer den Schriftzug. Die war nämlich 2013 bereits hier von Michael Menzel in diesem neuen Catan-Stil illustriert, nur eben auch hier jetzt nur noch Catan und nicht die Siedler von Catan. Was als erstes ins Auge springt, und deswegen zeige ich es auch hier einmal, wenn man die Packung öffnet, sieht man, diese Erweiterung bricht eigentlich mit einer schönen Tradition von Catan, denn es gibt keine Einlage mehr, sondern die Entdecker und Piraten setzt dagegen auf diese inzwischen ja eigentlich zum Standard gehörenden Tütchen. Wobei man sagen muss, es macht es auch anders vielleicht als andere Spiele, denn in der Anleitung wird hier genau erklärt auf der ersten Doppelseite, welche Teile in welche Tüte gepackt werden sollen. Das ist ja was normalerweise bei Spielen nie gesagt wird. Da liegen einfach nur viele Tütchen bei und es wird jedem selber überlassen, wie er die Sachen zusammenbastelt oder eben aufräumt. Bei Decker und Piraten werden wir da an die Hand genommen. Jede der Tüten hat sogar hier so ein Tütenplättchen, was nur dafür da ist, aufzuschreiben, was in die Tüte rein soll. Hier zum Beispiel die Standardfelder, irgendwie welche Zahlen, Chips und so weiter. Oder hier, ja, steht eben, zum Beispiel hier steht einfach nur die Figuren blau. Ist einfach die Tüte für die blauen Figuren mit so einem extra Plättchen, wo drauf steht, dass da die blauen Figuren rein sollen. Es gibt sogar eine Tüte, da steht hier drauf Landschaftsfelder und Zahlenchips aus dem Basisspiel, weil natürlich braucht man hier auch Material aus dem Basisspiel, aber im Kern ist Entdecker und Piraten eigentlich gar keine Erweiterung, sondern es ersetzt so ein bisschen das Grundspiel und deswegen ja, gibt es hier einfach einen festen Platz für Material aus dem Basisspiel, was dann einfach in der Kiste hier drin bleiben soll, damit man, wenn man es rausholt, gleich alles an einem Ort hat, weil man wird dann, wenn man das hier spielt, auch nur damit spielen, man kann es nicht mit anderen Erweiterungen kombinieren. Hier seht ihr jetzt den Spielplan von Entdecker und Piraten aufgebaut. Genauer gesagt ist es der Spielplan von Szenario 5. Wobei man sagen muss, der Spielplan sieht in jedem Szenario sehr ähnlich aus oder im Endeffekt so aus. In den Szenarien 1 bis 4 ist das Spielbrett einfach nur ein bisschen kleiner. Hier der rechte Bereich wird immer größer, weil hier immer neue Sachen dazukommen, denn Entdecker und Piraten ist nicht wirklich ein Kampagnenspiel mit fünf verschiedenen Szenarien, sondern eigentlich ist es dieses eine große, komplexe Szenario, was aber die Anleitung in fünf Bausteine aufsplittet, sodass man sozusagen ja jede Regelerweiterung hier einzeln dazulernen kann, aber genauso gut kann man sich einfach alles durchlesen und gleich hier mit allem spielen, wenn man das möchte. Man sieht sofort, hier links ist die Startinsel. Die wird zwar auch zufällig hier zusammengesetzt, nur die Verteilung der Zahlenchips ist vorgegeben. Und hier starten die Spieler und können dann eben hier diese zwei unentdeckten Länder entdecken. Um das zu tun, gibt es komplett neues Spielmaterial. Es gibt zum einen hier diese Schiffe, die jetzt anders wie bei Seefahrern nicht zu Straßen wie Straßen verwendet werden, sondern man kann mit diesen Schiffen jetzt tatsächlich über den Spielplan fahren. Außerdem gibt es hier diese Siedlerfiguren, die man auch in die Schiffe hier so reinbauen kann. Und mit diesen Siedlerfiguren kann ich dann sozusagen zu einer fremden Insel hinfahren und dort eine neue Siedlung gründen. Außerdem gibt es hier noch diese einzelnen Figuren, die man ebenfalls in die Schiffe reintun kann. Allerdings passen davon halt
zwei Figuren in ein Schiff. Diese Figuren haben zwei Funktionen. In einer Mission dienen sie als Händler, in der anderen als Krieger, als Einheiten, um Piratennester anzugreifen. Ebenfalls neu sind hier diese Hafensiedlungen. Es gibt bei Entdecker und Piraten keine Städte, sondern man kann Siedlungen, die am Wasser liegen bzw. am rechten Ufer der Startinsel jetzt in Hafensiedlungen ausbauen. Die sind ebenfalls zwei Siegpunkte wert, produzieren allerdings jetzt nicht die doppelten Rohstoffe, sondern die braucht man eben, um Schiffe in See stechen zu lassen. Außerdem kann man, wenn man Einheiten baut, wie zum Beispiel den Siedler oder eben diese Händler oder Kämpfer, die kann man auch hier in diesen Bereich hier reinlegen. Man kann sie allerdings auch direkt schon in Schiffe bauen, die an einem Hafen noch anliegen. Zuletzt besitzt jeder Spieler noch so ein Piratenschiff in seiner Farbe. Die Piratenschiffe ersetzen den Räuber, funktionieren aber doch ganz schön anders. Zunächst einmal greifen diese Piratenschiffe nur gegnerische Schiffe an. Und wenn man eine 7 würfelt, dann kann man die eben einsetzen und könnte jetzt hier der orangene Spieler, wenn er hier das Piratenschiff einsetzt, könnte er jetzt vom roten Spieler eine Rohstoffkarte klauen. Wenn jetzt der rote Spieler eine 7 würfelt, dann kann der sein Piratenschiff einsetzen. Und wenn er das tut, dann müsste auch der orangene Spieler sein Piratenschiff wieder entfernen, sodass immer nur ein Piratenschiff auf dem Spielbrett ist. Das Problem der Piratenschiffe für den Gegenspieler ist jetzt auch, dass wenn man jetzt hier diese Wege mit seinem Schiff benutzen will, dann muss man tatsächlich bei einem fremden Piratenschiff ein Gold an die Bank zahlen, wenn man das tun möchte. Allerdings kann man auch versuchen, ein gegnerisches Piratenschiff mit seinen Schiffen zu verjagen. Dazu muss man dann so mit der Spitze auf das Feld zeigen und das Schiff darf in dem Zug auch noch nicht bewegt worden sein. Und ja, und dann kann man würfeln und bei einer 6 kann man tatsächlich dann das Piratenschiff verjagen und darf tatsächlich dann auch sein Piratenschiff woanders wieder einsetzen. Das ist also wie, als hätte man eine 7 gewürfelt. Bei Spielbeginn fängt man hier auf dieser linken Insel an und jeder Spieler setzt dann in der entsprechenden Reihenfolge zuerst so eine Hafensiedlung auf hier diese rechte Küste, also hier links ist nicht erlaubt, irgendwelche Hafensiedlungen zu gründen. Und dann baut man auch noch eine Siedlung mit einer Straße, sowie man bekommt auch gleich sein erstes Schiff zusammen mit einer Siedlerfigur, die man gleich in das Schiff hineinstellt. Bei Decker und Piraten gibt es einige grundsätzliche Änderungen zum Basisspiel. So gibt es zum Beispiel überhaupt keine Entwicklungskarten. Es gibt, wie gesagt, keine Städte. Dafür gibt es diese Hafensiedlungen. Und natürlich unterscheidet sich das Spiel vor allem durch die Regeln für die Schiffe. Die Schiffe können sich nämlich jetzt tatsächlich bewegen. Und zwar immer nach der Phase Handeln und Bauen gibt es jetzt eine Bewegungsphase, in der ein Schiff bis zu 4 Felder weit bewegt werden kann, wobei Felder die Begrenzungen der einzelnen Hexfelder sind. Das heißt, es würde so 1, 2, 3, 4 weit fahren, dieses Schiff. Und dann kommt schon gleich die nächste Regel ins Spiel hier, wenn man so an ein unentdecktes Land heranfährt, dann wird das entdeckt und natürlich umgedreht. In dem Fall habe ich einfach Pech gehabt, es war einfach nur ein Wasserfeld. Wenn ich mit dem Schiff an ein fremdes Land herangefahren bin, dann kann ich theoretisch hier, wenn ich möchte, meine Siedlerfigur ausladen und dann wird diese Siedlerfigur hier einfach zu einer Siedlung und diese Siedlung könnte ich dann theoretisch in eine Hafensiedlung ausbauen. Wird so ein Landschaftsfeld entdeckt, dann wird hier von diesem passenden Stapel auch ein Zahlenchip gezogen und hier auf dieses Landschaftsfeld gelegt, sodass dann eben auch entsprechend dieses Landschaftsfeld Rohstoffe produzieren kann. Es gibt eben einen Stapel für die orangene Teil des unentdeckten Lands und für den grünen Teil. Auch neu dazugekommen ist das Gold, wobei ich es irgendwie ein bisschen schade finde, dass sie hier nur dieses Pappgold dabei haben und nicht dieses coole
Plastikrömergold aus Händler und Barbaren. Aber auf jeden Fall gibt es eine bedeutende Regeländerung, denn wenn man jetzt Pech hat mit den Rohstoffwürfeln und keine Rohstoffe bekommt, dann bekommt man als Ausgleich ein Gold und bis zu zweimal in seinem Zug kann man dann für zwei Gold einen beliebigen Rohstoff kaufen. Also es ist auch so ein bisschen eine Mechanik, um extremes Pech auszugleichen. Außerdem gibt es Gold auch noch für bestimmte andere Dinge während der Mission in einem Szenario. Man sieht außerdem, dass es hier bei Entdecker und Piraten überhaupt keine Häfen gibt. Man kann aber bei dieser Variante grundsätzlich immer 3:1 tauschen. Zusammen mit dieser Mechanik mit dem Gold, für das man ja auch Rohstoffe kaufen kann, ist es so, dass man bei diesem Spiel viel weniger auf das Handeln mit seinen Mitspielern angewiesen ist. Und deswegen kommt die Zwei-Spieler-Variante von Entdecker und Piraten auch ohne diese Zwangshandelschips aus, die man von der normalen Zwei-Spieler-Variante von Catan kennt. Bei der Zwei-Spieler-Variante werden einfach nur hier auf der Startinsel ein paar Siedlungen gesetzt, die dann ein paar Felder blockieren. Entdecker und Piraten besteht wie gesagt aus verschiedenen Modulen. Das erste Modul ist einfach diese Geschichte, dass man hier halt fremdes Land entdecken kann und mit seinen Siedlerschiffen eben hier neue Siedlungen auf diesen Inseln gründen kann. Und dann gibt es noch drei Missionskomponenten, nämlich die Piratenlager, die Fische für Catan und die Gewürze für Catan. Die kann man wie gesagt in einzelnen Szenarien einführen. Hier beim letzten Szenario, beim fünften Szenario spielen dann alle drei mit. Und diese drei zusätzlichen Module kommen jetzt hier durch besondere Landschaftsfelder ins Spiel, die hier entdeckt werden können. So kann es sein, dass ein Spieler zum Beispiel hier so ein Piratennest entdeckt. Wenn ein solches Piratennest entdeckt wird, wird hier oben noch so ein Plättchen draufgelegt für das Piratenlager. Und die Spieler können jetzt versuchen, dieses Piratenlager zu erobern. Um ein Piratenlager zu erobern, müssen die Spieler mindestens drei ihrer Einheiten auf das Feld transportiert haben mit ihren Schiffen. Ja, dann wird das Plättchen umgedreht, jeder beteiligte Spieler bekommt zwei Gold und ab sofort kann man hier auch dieses Plättchen als, als Landschaftsfeld benutzen. Das ist auch ein Goldfluss, den kennt man ja auch schon aus Erweiterung, produziert also einfach Gold. Und außerdem hat man hier diese Mission Piratenlager erobern abgeschlossen und bekommt dafür auch Punkte auf der Missionsleiste. Die Missionsleisten zeige ich euch gleich. Dann gibt es noch hier diese Fischschwärme, das ist das Modul Fische für Catan. Wenn man ein solches Fischfeld aufgedeckt hat, oder es gibt eben mehrere davon, dann kann man einmal im Zug versuchen, hier sozusagen einen Fischschwarm einzusetzen. Dazu muss man einfach würfeln und wenn man die entsprechende Zahl gewürfelt hat, dann wird hier so ein Fischschwarm auf dieses Feld gelegt. Und diese Fischschwärme können wir jetzt auch mit unseren Schiffen einsammeln. Dazu müssen wir dann so dahin fahren und können die dann sozusagen abfischen. Wenn wir es schaffen, diese Fischschwärme dann hier beim Hafen des Catanischen Rats, dieses Sonderfeldes hier in der Mitte, abzuliefern, dann haben wir diese Mission ebenfalls erfüllt und bekommen auf der Leiste für die Fische zusätzliche Siegpunkte. Als letztes gibt es hier noch solche Gewürzdörfer. Von diesen Plättchen gibt es auch mehrere, die unterscheiden sich auch hier unten durch den aufgedruckten Bonus. Wenn ein solches Landschaftsteil umgedreht wird, werden sofort so viele Gewürzsäcke darauf platziert, wie Spieler teilnehmen. Und die Spieler können jetzt diese Gewürzsäcke einsammeln, indem sie auch eine Einheit mit einem Schiff hier absetzen. Dafür erhalten Sie den Gewürzsack. Den Gewürzsack können Sie auch beim Catanischen Rat abliefern, haben damit auch eine Mission erfüllt, also werden bei der Leiste für die Gewürze nach vorne kommen. Außerdem, dadurch, dass jetzt hier der Händler, der bleibt dauerhaft auf diesem Feld stehen und zeigt an, dass wir jetzt mit diesem Stamm befreundet sind und hier diesen Bonus
nutzen können. Das hier bedeutet, dass der Kampf gegen die Piraten erleichtert wird. Jetzt kann man ein gegnerisches Piratenschiff nicht nur mit einer 6 verjagen, sondern auch mit einer 4. Es gibt auch noch andere Boni. Hier darf ich dann zum Beispiel einmal eine beliebige Rohstoffkarte gegen ein Gold tauschen oder hier mein Schiff in der Bewegungsphase plötzlich ein Feld weiter bewegen, also plötzlich 5 Felder mit meinem Schiff ziehen. Für alle 3 Missionen gibt es hier eine eigene Siegpunktleiste. Beim letzten Szenario spielen alle 3 mit und das ist eben hier für die Fische, für die Piratenlager und für die Gewürze. Und es ist eben so, wenn man einen Fisch beim Katanischen Rat abgeliefert hat, dann darf man hier ein Feld hochlaufen oder wenn man ein Piratenlager beseitigt hat, kann man hier ein Feld vorlaufen oder eben wenn man einen Gewürzsack abgeliefert hat, kann man hier ein Feld vorlaufen. Hier ist dann abgedruckt, wie viele Siegpunkte diese Schritte dann wert sind. Wenn man hier ist, hat man halt 2 zusätzliche Siegpunkte, hier oben dann 3 und wer ganz oben steht, bekommt immer noch diese Bonuskarte hier oben, die nochmal ein zusätzlicher Siegpunkt wert ist. Natürlich beim letzten Szenario, wo dann hier alles mitspielt, da hat man natürlich sehr viele Möglichkeiten, Siegpunkte zu bekommen. Deswegen braucht man auch 17 Siegpunkte, um dieses Szenario zu gewinnen. Natürlich gibt es auch wieder eine praktische Übersicht aller Baukosten, vor allem eben auch mit den ganzen neuen Baukosten. Hier sieht man auch, eine Siedlung kostet genauso viel wie ein Siedler. Das ist ja diese Doppelfigur, mit der wir dann die wir ausladen können, um auf einer anderen Insel eine neue Siedlung zu gründen. Eine Hafensiedlung kostet so viel wie eine Stadt, bringt auch 2 Siegpunkte, nur wie gesagt, eben funktioniert ein bisschen anders. Diese Einheit, die entweder eben ein Händler sein kann, wenn man sie in diese Gewürzorte bringt, oder ein Krieger, ein Ritter, wenn man damit ein Piratenlager aushebt, kostet ein Stein und ein Schaf. Ein Schiff kostet einfach ein Holz und ein Schaf. Und hier unten steht noch, dass man die Schiffe, jedes Schiff kann man 4 Felder weit bewegen in der Bewegungsphase. Man darf aber tatsächlich ein Schaf pro Schiff zusätzlich ausgeben und dann darf man es sogar in diesem Zug 2 Felder weiter bewegen. Es ist im eigentlichen Sinn keine Erweiterung. Es ist eigentlich mehr ein neues Catan, für das man aber das alte Basisspiel braucht, weil man braucht ja eben das Material vom alten Spiel, die Landschaftsteile und auch die Siedlungen und Straßen und so weiter. Aber es ist eben keine Erweiterung in dem Sinn, als dass man dieses Material hier und diese Regeln hier eben nicht mit den anderen Erweiterungen kombinieren kann. Im Prinzip muss man halt gucken, hier will ich diese neue Mechanik, will ich mal Catan anders spielen, gerade eben mit diesen Schiffen und diesen ganzen Bewegungen. Und dazu muss ich einfach nur eines sagen, natürlich ist das sehr schön und auch gut ausgedacht mit diesem Siedler, da denke ich immer so ein bisschen an Civilization, wenn man da mit dem Siedler dann losfährt und irgendwo dann eine Stadt gründet und so, das ist schon ziemlich cool, das funktioniert doch alles gut. Was ich nur finde, was ich schon bei Händler und Barbaren bei dieser einen Variante fand, wo man die Ritter mit den Rittern rumlaufen konnte und bewegen konnte, ich finde halt irgendwie, Catan ist einfach im Kern kein Spiel, was designt wurde, dass man auf dem Spielplan rumläuft. Ist vielleicht auch nur eine persönliche Empfindung, aber natürlich haben sich viele irgendwie dran gestört oder man kann sich dran stören, wenn man möchte, dass bei den Seefahrern plötzlich Straßen aus Schiffen gebaut werden. Das ist natürlich irgendwie komisch. Auf der anderen Seite finde ich halt, so funktioniert Catan, dass man eben diese Sachen auf dem Spielplan baut. Es ist ein Bauspiel, kein Laufspiel. Und der Spielplan ist ein Spielplan, auf dem man Sachen bauen soll. Und auf diesen, sag ich mal, Grenzen des Spielplans, die jetzt sozusagen als Wege zu interpretieren und sie so zu benutzen, das geht natürlich. Aber eigentlich ist es nicht das richtige Spiel dafür. Es ist halt einfach ursprünglich mal was anderes gewesen. Ich kann verstehen, warum Klaus Teuber mal diese Variante machen wollte. Vielleicht, weil ihn das auch gestört hat, dass man plötzlich Straßen aus Schiffen gebaut hat bei den Seefahrern. Aber ich denke, das hier ist eigentlich fast eben ein anderes Spiel. Das macht es jetzt nicht schlecht, auf keinen Fall. Ich würde auch sagen, jeder, der wirklich eben Lust hat, eben gerade nicht auf eine Erweiterung, sondern auf ein anderes Catan,
der ist hier sehr gut bedient. Diese modulare Aufbauweise ist natürlich ganz nett, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich auch im Gegensatz zu den Seefahrern hier eigentlich nur ein einziges Szenario drinsteckt. Also es ist so ein bisschen, finde ich, eine Mogelpackung in dem Sinn, als dass hier, das sind halt keine 5 Szenarien, sondern das sind 5 Bausteine, die zusammengesetzt ein komplexes Szenario ergeben. Und wenn man das jetzt sich nicht zutraut und nacheinander durchspielt, dann wird man halt trotzdem viele Wiederholungen haben. Und ja, also ich denke halt, das trifft es nicht ganz. Die Seefahrer hatten eben viele Szenarien, auch sehr, sehr unterschiedliche Szenarien. Das war ein wirkliches Kampagnenspiel mit vielen verschiedenen Szenarien. Jedes Szenario war ganz anders, hatte andere Missionen, andere Sonderregeln und so weiter. Das hier ist einfach nur modular aufgebaut, um den Einstieg zu erleichtern. Das war meine Vorstellung von Catan, Entdecker und Piraten unserer Klassikerreihe. Damit ist, wie gesagt, Catan erstmal durch vom Thema. Natürlich, es gibt noch interessante Spiele aus der Catan-Reihe, die wir noch nicht vorgestellt haben, auf dem Kanal Catan Junior, Catan das Duell und solche Geschichten. Nicht ausgeschlossen, dass wir dazu in der Zukunft noch was machen werden, aber in der Klassikerreihe geht es auf jeden Fall nächste Woche mit was anderem weiter. Da wird dann auch Kron euch mal was vorstellen. Ich bin auch schon ganz gespannt, was er da macht. Und ja, ich bedanke mich fürs Zugucken und natürlich fürs positiv Bewerten. Außerdem schreibt mir gern in die Kommentare, was ihr von Entdecker und Piraten haltet, ob ihr findet, das ist nicht nur ein anderes Catan, sondern vielleicht wirklich das bessere Catan und das alte Basis. Spielkarte, man braucht es noch, um das hier zu spielen, aber man braucht eigentlich das alte Catan nicht mehr. Man sollte, wenn man möchte, lieber Entdecker und Piraten spielen. Ja, fände ich auf jeden Fall spannend. Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sage ich Tschüss, danke fürs Abonnieren.